Die Akademie für Soziale Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung erklärt das Verhältnis von Sozialstaat und sozialer Demokratie. Das ist Juliane. Sie engagiert sich für soziale Demokratie. Aber was bedeuten deren Werte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität eigentlich für den Sozialstaat? In einer Demokratie haben alle Bürger das Recht auf Freiheit, Sicherheit und Teilhabe. Das heißt, jeder kann sich aktiv ins politische Geschehen einbringen und ist vor dem Gesetz gleich. Damit aber alle ihre Rechte tatsächlich nutzen können, muss der Sozialstaat die Voraussetzungen dafür schaffen. Jeder soll zum Beispiel eine materielle Grundsicherung erhalten und die Möglichkeit haben, sich zu bilden und zu informieren. Erst der Sozialstaat macht also die Demokratie zur sozialen Demokratie. Ein Sozialstaat setzt sich aus drei Baustoffen zusammen: finanzielle Leistungen wie Rente oder Arbeitslosengeld, Dienstleistungen wie ärztliche Versorgung oder Schulbildung und Sachleistungen wie Medikamente. Diese Baustoffe werden über die Werkzeuge Steuern und Beiträge finanziert. Je nachdem, wie man sie verteilt und kombiniert, ändert sich die Architektur des Sozialstaats. Der dänische Politikwissenschaftler Gösta Esping Andersen unterscheidet drei Formen. Der liberale Sozialstaat ist vor allem in den USA, Großbritannien und Australien vertreten. Hier sind die Bürger für ihren Lebensunterhalt besonders stark auf jede Form von Arbeit angewiesen. Denn es gibt nur ein grobes Sicherheitsnetz aus Sozialleistungen. Nur wer es sich leisten kann, sichert sich zusätzlich privat ab. Zwischen Arm und Reich entsteht dadurch eine größere Kluft. Den konservativen Sozialstaat findet man häufig auf dem europäischen Festland. Dieser Typ unterscheidet stark zwischen verschiedenen Berufsgruppen, nach dem Einkommen und dem Geschlecht und begünstigt vor allem den klassischen männlichen Alleinverdiener. Moderne Familien- und Arbeitsformen sowie berufstätige Mütter kommen hier zu kurz. Skandinavien ist durch den sozialdemokratischen Sozialstaat geprägt. Dieser finanziert sich durch hohe Steuerabgaben, bietet dafür aber auch die besten Sozialleistungen. Und das unabhängig vom Einkommen oder dem sozialen Status. Öffentliche Dienstleistungen, wie etwa in der Kinderbetreuung oder der Pflege, sind für alle zugänglich. So gelingt es diesem Modell am besten, für Freiheit, Sicherheit und Teilhabe seiner Bewohner zu sorgen. Es ist das Ideal der sozialen Demokratie. Dabei ist der Sozialstaat genau wie ein Haus nie fertig. Die Welt ändert sich und damit auch die Anforderungen. Der Sozialstaat muss sich an die Globalisierung sowie den wirtschaftlichen, demografischen und sozialen Wandel anpassen. Und zwar mit klugen Umbaulösungen, nicht mit der Abrissbirne. So wird aus ihm kein Altbau, sondern ein moderner Lebensraum, für den es sich einzusetzen lohnt. So wie Juliane das macht. Mehr Informationen und weitere Angebote zum Thema Sozialstaat finden Sie auf der Webseite der Akademie für Soziale Demokratie und der Website der Abteilung Wirtschaft und Sozialpolitik. Alles von, bei und mit der Friedrich-Ebert-Stiftung.